Hey oh Leute, willkommen zurück bei Fall Tactics und hier ist schon fleißig am Werken und zwar schießt Turks hier die ganze Zeit schon auf diesen Supermutanten, der gerade schon schwer verwundet ist. Fazat könnte sich auch mal eine bessere Position suchen, denn der hatte doch gerade eine Position. Oh Gott. Komm, jetzt Mädel, schießt. Ah! Jetzt. Ja, genau. 95% ist nun mal besser als was er hat. Auch 95%. Wer hat den umgebracht? Herx. Gratuliere, Herx. Du hast damit den ersten Supermutanten des Tages umgebracht. Da kommt ein extra Preis. Ein Stück Schlagsahne mit Apfelkuchen. So, wir speichern mal hier ab. Wir sind immer noch bei der Mission, dass wir die Gule beschützen sollten. Das haben wir erledigt. Jetzt ist noch eine schöne Sache, dass wir nicht nur die Gule beschützen sollten, sondern die Supermutanten erledigen, die noch sonst hier drin sich aufhalten. Und ich würde fast sagen, Addis, du kommst mit. So, Rückensicherung und so ist ganz cool. Stitch, ich bleib mal mit Farsight und Stitch hier in der Nähe. Meinetwegen können die hier hin. Ich sehe sonst keinen weiter. Soweit ich weiß, ist hier schon ein höherer Offizier, sage ich mal so, schon anwesend. So, Alice. Soll ich die mal als cool fangen? Würde ich sie mit reinnehmen? Und zack. So. Supermutant tot. Okay. Ist jetzt erledigt. Ja. Nehmen wir die Waffe mit. So. Sonst hat er nichts dabei gehabt. Also kein Kommandant gewesen oder Offizier. Ja, noch mehr Muni. Na gut, nehmen wir die mit. Die brauchen wir später sowieso. Wie sieht's aus mit ihrer Munition? Im Inventar. Gerade sieht's. Ja, die kann noch ein bisschen Muni vertragen. Nehmen wir einen mit. Hier drin ist weiter sonst nichts. Hier ist auch nichts zu mitnehmen. Jetzt hat sie auch genau 250 Tragekapazität erreicht. Super gemacht, Tusse. Addis im Wunderland. Genau, Addis im Supermutantenland. Mutanten. Hier kommen die Supermutanten. Hey, yo, Supermutanten. Immer auf der Lauer. Immer etwas blauer oder so ähnlich. Ja. Wir ziehen uns mal hier rüber. Hier sehen wir jetzt auch ein größeres Gebäude, wo sich welche verschanzen könnten. 95 Punkte. Wie sieht es denn aus mit der Charakterverteilung? Können wir noch ein paar Punkte? Ne. Können wir nicht. Wobei Alice. Oh my gosh. Angriff. Wer hat wen jetzt? Herx hat gerade den Supermutanten umgebracht. Uiuiuiui. Erstmal ein bisschen aufpassen, würde ich mal behaupten. Und er kann hier mal gleich mal Alice und Herx nochmal. Wenn er denn durchkommt, was momentan nicht der Fall ist. So, kann man Alice und Herx. Hatten wir nicht gerade noch ein bisschen mehr gehabt? Auf jeden Fall heilt er. Ist schon mal eine Hauptsache. 98 Trefferpunkte. Herx kann auch nochmal verbunden werden. So, wie sieht's aus? Völlig geheilt. Gut, dann kannst du mal die Waffe tauschen. Und dann machen wir hier mal. Ja, Salbe bleiben wir. Belassen wir dabei. Gut. Speichern wir gleich mal ab. Auch wenn es dies nicht so erfolgreich war. Aber abspeichern ist immer gut bei dem Spiel. Spätestens seitdem die Supermutanten-Mission starten. Oh Gott, hier sind noch mehr Mutanten. Nee, bleibt mal hier hinter. Hier sind richtig viele. Kommt auch noch einer vorbei. Könnt mal kurz das nehmen, das hier hin. Schon Vorahnung. Durch die Wahrnehmung. So. So, Farsight kommt auch mit. Scharfschützenunterstützung. Kannst du nicht schießen? Doch. So ist gut. Und er ist erledigt. Vielen Dank. Das war, glaube ich, der letzte Schuss von Herx. Ich kann mal gleich mal gucken hier auf die Uhr. 23:01 ist es. Wir haben schon ein bisschen eher angefangen heute mal, ausnahmsweise. Und 99 Erfahrungspunkte dafür bekommen. Stitch. Alles kann jetzt mal nachladen. Stitch, wie wär's, wenn du mal einen Kill da machst? Ich könnte mal erstmal Farsight. Du gibst mal Rückendeckung und Farsight geht mal hier rüber.
Ach, das ist. Ja, toll. Dudum. Genau, das ist das, was ich meine. Also ich könnte auch mal. Oh Gott, Stitch weg hier. Es läuft schon wieder die Gefahr, dass er getroffen wird und vielleicht sogar umgebracht wird. Gleich mal heilen. Hat ihn zu Boden geworfen. Fahrzeug wurde auch nochmal getroffen, ist aber nicht schwerwiegendes. Oh, jetzt aber. Okay, der schießt wahrscheinlich auf Herks und trifft dabei Fahrzeug. Fahrzeug hat ihn übrigens auch umgebracht. Das ist schön. Stitch ist mal wieder bandagiert. Was soll man anderes erwarten von dem Kerl? Man kassiert dauernd Treffer, obwohl er nichts macht. Außer heilen. Für was anderes habe ich den Kerl eigentlich auch nicht arrangiert. Außer mit seiner Schrotflinte mal richtig reinheizen, wenn er Bock hat. Und hier ist ein Kerl, ich weiß aber nicht, ob da noch mehr sind. Könnten wir mal Schleichen einsetzen. Anschleichen unmöglich. Ah, dann ahnt er das auch. Ja, gut. Ich glaube, das ist ein Kommandant. Stitch. Farsight hat 10 Trefferpunkte gemacht bei dem. Guck mal, ob hier. Nee. So, und gleich noch einen. Verdammt. Weg, zieh dich. Zieh ab, zieh ab, zieh ab, zieh ab. Ist gut so. Okay. Jungs. Hat noch ein bisschen bessere Rüstung. Warten wir mal ab, bis der hier raus. Genau, Fahrzeug. Schön Rücken, Unterstützung. Oh Gott, Hörks. Was machst du denn da? Zwar nicht die cleverste, aber. So, umgebracht. Ein Kommandant ist schon mal damit erledigt. Hörks ist nicht bandagiert, also werden wir mal hier vornehmen mit Stitch. Den Kerl einfach mal zu heilen. Und ja, die treffen den noch, den Kerl. Stitch hat schon mal wieder Erfahrungspunkte bekommen. Und der wurde umgenietet von Farsight. Sehr gut. Läuft doch heute wieder wie Brezelbacken am Brotspieß. So. Herks, Farsight, beide haben nochmal eine Stufe erreicht. Ich gucke gerade, sehr schön, sogar die Stufe. Intelligenz haben wir schon Maximum, also können wir nicht mehr plus Intelligenz nehmen. Wir könnten aber Ausdauer oder Wahrnehmung wäre eine Sache. Ausdauer hätten wir mehr Trefferpunkte. Beweglichkeit könnten wir vielleicht nochmal. Nee, ich glaube, Beweglichkeit hilft jetzt noch nicht. Aktuell. Um 9. Da brauchen wir, glaube ich, Beweglichkeit 8, damit wir 9 Punkte haben. Wahrnehmung würde uns, wie gesagt, noch gut helfen für weitere Entfernung. Ausdauer für Trefferpunkte. Wir könnten mal sonst noch gucken. Heiler. Spezialkenntnis ist vielleicht auch ganz gut. Obwohl die Frage ist, für was. Waffenhandhabung, nein, Tunnelratte, Dieb, gute Auffassung, bekommt 5% bei Büchern, Stuntman, starker Rücken, Spieler, Verkäufer, bekommen wir nochmal 20 extra Punkte fürs Verkaufen, würde ich ja später nochmal machen, wenn dann wirklich die Punkte teuer sind, das war jetzt immer noch, aber gut, Packgenie nicht, Nachtsicht auch nicht, Unterhändler steigert auch nochmal die Fähigkeit handeln, Mutation nicht, Mr. Fix. Lebensspender wäre noch interessant. Würde uns auch nochmal zusätzliche Trefferpunkte geben. Je nach Ausdauer. Okay, pro Rang diesen Bonus erhältst du jeden Stufenaufstieg zusätzlich 4 Trefferpunkte zur Trefferpunkteanzahl, die du je nach Ausdauer ohnehin schon bekommst. Ist auch schon sehr schön. Heiler, Fahnderschutz nicht, mehr Wahrnehmung, das sind die mehr Sachen. Stirb langsam. Nee. Action Boy. Action Boy. Jetzt hole ich mir mal höher. Gerade verschoben. Gib mir einen extra Action Punkt hier unten. Aktionspunkt. Kann, glaube ich, 2-mal gemacht werden.
Ja, sonst machen wir den mal. Sonst. Ach, den machen wir nächstes Mal. Wir können wahrnehmen, reicht eigentlich aus. Ich hoffe zwar später noch eine bessere Rüstung bekommen wir dann, aber. Ich mache erstmal, damit wir das aushalten, die ganze Sache, machen wir den, wie gesagt, noch ein bisschen tankier und deswegen machen wir Lebensspender. So, Lebensspender, 27 Punkte. So, damit haben wir 101 Trefferpunkte. 27 Punkte zum Verteilen. Wir könnten Handeln machen, 140 haben wir da schon. Energiewaffen. Achso, das ist jetzt aufgrund der Sache von. Dip. Okay, gehen wir mal rein. Hatten wir nicht schon gesagt, Lebensspender? Gut. Dann die Trefferpunkte, die Punkte 144. Ich mache mal auf 150. Handeln, was anderes werden wir eh nicht nehmen, wirklich. Das ist eher so, Ich kann maximal noch sagen wir 2 Punkte hier rein investieren und den Rest in Handeln. So. Gut, 1 Punkt gleich übrig. Erste Hilfe. Zack. Gut. Sie würde ich aber gerne wirklich auf Action Boy vielleicht trimmen. Sie hat. Doch, sie hat 8 Punkte. Ich dachte, sie hat nur 7 Punkte, aber sie hat die Beweglichkeit 7. Ab 6 bekommt man ja 8. Sonst machen wir mehr Intelligenz, damit sie mehr Punkte zu verteilen hat. Braucht man nämlich unbedingt. Oder Spezialisierung. Ne, machen wir mehr Intelligenz. Spezialisierung können wir doch später machen. Und dann hauen wir mal hier ordentlich die Punkte rein, obwohl 100 reicht erstmal aus. Können schleichen, machen wir nicht, stehlen, nicht, Falle, Falle. Machen wir 5 Punkte weg. Und machen wieder eine Falle was rein. Hier kommen nämlich auch noch die Fallen. So, fertig. Gut. Dann speichern wir das ab. Genau. Hope. Und Herx. Nachladen. Da nachladen. Fahrseiten nachladen. Hier ist nämlich so ein Kerl drin, ne? Wie man sieht. Oh Gott, da ist auch noch einer gewesen. Der trifft auch noch ordentlich, der Kerl. Ich hoffe, ich kann ihn irgendwie sehen, aufgrund der Eigenschaften, die er hat. So, der steht schon, okay. Muss ich nur einen Weg finden, dass ich ihn auch kennen kann. Dass wir eine Diagonale bilden. Okay. Er gibt schon mal Feuerschutz. Das ist sehr schön. So. Den haben wir erledigt. Okay. Der wird dauernd getroffen, wenn er hochkommen möchte. So. Sie kann auch sich schon mal positionieren. Oh Gott, sie wurde nochmal erwischt, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Machen wir meinetwegen hier nochmal ein paar Stimpacks, damit wir nicht die ganze Zeit irgendwelche Medizinkisten aufbrauchen. Gut, damit haben wir das. Herx hat ja schon den Kommandanten umgebracht. Gucken wir mal kurz bei dem rein hier. Müssen wir übrigens auch schurken, wenn nicht spinden. Okay. Standardkram. Der Granaten bestimmt bei sich nur. Und vielleicht noch ein Speer, ein Messer. So, Fahrseite ist immer noch hier, um zu beschützen, falls dann irgendwas ist. Spind. Danke. Energiezellen, kleine. Nehmen wir mit. Wird auf jeden Fall später noch interessant. Noch eine Laserpistole, nehmen wir auch noch mit. Und was haben wir hier? Granaten. Na gut. Und ich werde mich mal gleich wieder ein bisschen heilen. Auch noch ein paar Stimpaks übrig. Gut, 75 muss erstmal reichen. Und da habe ich auch gut 75% meiner Lebenspunkte. Okay, dann speichern wir ab, Leute. Und ich würde mal sagen, ja, das ist soweit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir haben 3 Gebäude eigentlich. Zwei. Ja, jedenfalls. Beim nächsten Mal werden wir hier noch mehr Gebäude. Hier ist noch einer, der gerne sterben möchte. Jedes Gebäude haben wir noch das Gebäude. Und unten noch eins. Und dann sind wir mit der Mission eigentlich schon wieder fertig. Bis dann. Euch dann noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.